Hey, this is Nick Magnus Aldis, and you're listening to Wrestling Talk Radio. Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Wir sind's mal wieder, Wrestling Talk Radio, und wir nehmen heute am wunderschönen Sonntagabend um 8:30 haben wir auch die Koffer gepackt, aber nicht mit ganz so viel, Verträgen. Ich habe jetzt zu lange gebraucht, um auf das Wort Vertrag zu kommen im Deutschen, weil manchmal fällt mir englisches Wort nicht ein, manchmal nicht das Deutsche. Eins von beiden geht immer, aber es ist dann, egal, so ist das heutzutage. Weder Verträge noch Geld haben wir im Koffer. Trotzdem reden wir über Money in the Bank. Und das mache ich natürlich Gott sei Dank nicht alleine. Also vor allem für euch, Gott sei Dank, weil das wäre sonst, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm für euch. Habe ich hier natürlich den Assistenten des Königs, des Pumpers, der Herzen, natürlich auch hier, der Stefan. Guten Abend. Ja, servus zusammen. Nicht Assistent, ich bin der Hofnarr des Königs. Und bald steht da wieder eine neue Königswahl an. Und ja, mein Ziel, wie jedes Jahr, alle außer Quiz. Und ja, Jan wird da auch wieder dabei sein. Und ja, ich freue mich schon drauf. Und ich grüße dich auch, Jan, und die Hörer mit einem Wolfpack-Zeichen, aber ich habe Angst, dass mich die UEFA für 2 Spiele sperrt oder für 2 Pay-Per-Views. Darum mache ich das jetzt lieber nicht. Gern, wie geht's dir? Die Woche wesentlich besser, weil es hier nicht mehr so scheiße warm ist. Denn die Woche davor habe ich doch hier vielleicht etwas sehr gelitten. Aber wir sind alle durchgekommen. Wir können ja auch das hier mal so, also ne, wie Stefan gesagt hat, der König der Nords wird wieder ausgekämpft. Die Aufnahme ist schon im Kasten. Es gibt keine Spoiler. Ich kann euch nur sagen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Denn, sagen wir es mal so, die Jungs haben vielleicht nicht das Konzept der Spielshow so ganz im Kopf gehabt, das wir da adaptiert haben. Sagen wir es mal so. Sie waren vielleicht von manchen Überraschungen am Ende überrascht. Ja, dafür sind Überraschungen da. Ja, aber wie gesagt, das könnt ihr, ich glaube, Chris meinte so Richtung Anfang August müsste das im Terminplan bei Abgestaubt denn eingeplant sein. Und ja, da geht's dann richtig heiß her. Und richtig heiß her ging's auch bei Money in the Bank. Aber obligatorisch, bevor wir mit den Matches richtig reinstarten, gucken wir nochmal auf ein, zwei News, die wir so haben. Ich glaube, so richtig viel mega Spannendes haben wir nicht. Ricochets Vertrag ist ausgelaufen. Man geht davon aus, dass er zu AEW geht. Ja, ne. Hat sich jetzt auch schon so ein bisschen abgezeichnet, glaube ich. Ich werde ihn jetzt nicht so vermissen, wenn er doch wieder unterschreiben sollte. Weil, wie gesagt, noch ist nichts fix. Ja, auch gut. Aber ich glaube, da wird jetzt keiner in großer Trauer ausbrechen und deshalb WWE nicht mehr verfolgen, weil Ricochet das Einzige war, was er geguckt hat. Solange seine Vollen noch da ist. Das ist durchaus richtig. Da kommen wir im vielleicht irgendwann anstehenden NXT Heat 12 Podcast vielleicht noch drauf, weil ich da so ein paar Hoffnungen habe. Wie sagt man, eine andere personelle Sache, die eigentlich schon, wo es hieß, die wäre fix für AEW, ist selbst laut Meltzer wurde nicht fix, beziehungsweise scheint es nicht zu passieren. Das sind nämlich die Motor City Machine Guns, deren Verträge bei TNA vor einer Weile ausgelaufen waren und eigentlich man fest davon ausgegangen ist, die machen nochmal einen Wupp bei AEW und scheint jetzt aus Gründen flach zu fallen. Und ich sag's ganz ehrlich, im Moment, wie gesagt, wir nehmen gerade Sonntag auf, sind Axiom und Nathan Frazier noch Tag Team Champions bei NXT. Egal, was die Motor City Machine Guns machen, ich hätte ganz gern, dass die zumindest für ein Match gegen die beiden mal rüberkommen. Das wäre so mein Wunsch. Aber mal gucken, wo die beiden landen. Ansonsten, ich glaube, so vertragstechnisch wüsste ich jetzt gerade nichts groß. Ja, ich will kurz loswerden. Beim letzten NXT-Podcast habe ich es ja erwähnt, was ich bei AEW bei NXT sehen will, und der erste Event danach, da konnten wir alle beliefen. Das war schön. Allein das Team zu hören, wie die Leute mitgehen. Also es zeigt sich eine sehr fruchtbare Verbindung zwischen WWE und TNA. Das ist richtig. Ich finde nur, sie müssten nur was gewinnen. Das stört mich immer bei so Cross-Promotions. Ja. Ich weiß, was bei den letzten Tapings bei TNA passiert ist. Stand jetzt, in der letzten Woche, ist... Also Spoiler. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur für das, was halt schon ausgestrahlt wurde, gab es ein Match zwischen... ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht Zachary Wentz, sondern der andere, Trey Miguel und Leon Slater. Und in das hat Charlie Dempsey eingegriffen und hat die beiden auseinandergeschraubt. Und ja, sagen wir auch mal so, es wird wohl nicht bei dem einen Auftritt bleiben. Und mal gucken, ob das nur so ein TNA-Programm dann wird oder ob das vielleicht auch mal rüberschwappt zu NXT, dass da die Retourkutsche kommt. Ist halt immer ein bisschen schwierig. Bei TNA werden ja Sachen immer so ein bisschen schubweise aufgenommen. Ich glaube, jetzt zuletzt haben sie für 4 Shows oder so aufgenommen. Und dadurch, dass ja NXT immer jede Woche ist, das dann halt so mit... übergreifend, sag ich mal, ist dann vielleicht nicht immer so ganz so einfach. Da muss man dann immer so ein bisschen die Balance finden. Aber auf jeden Fall interessant, sag ich mal. Apropos Leute, die woanders auftauchen. Über AJ und Io haben wir ja schon geredet. Das findet zum Zeitpunkt der Aufnahme denn in einer Woche knapp statt. Mal gucken, ob wir das auch in einem Podcast verarbeiten. Was aber auch die Woche rausgekommen ist, dass für die nächste Ausgabe von Bloodsport nicht nur Shayna Baszler, die ja schon vor einer Weile angekündigt wurde, sondern auch die beiden Creed-Brüder, Brutus und Julius, werden beide bei Bloodsport. Ich glaube, das ist Ausgabe 11. Jetzt ich glaube, Richtung Ende Juli ist die... werden beide mit bei sein. Mehr steht noch nicht fest, also Gegner oder sowas ist noch nicht, aber ja, ne? Kann man mal machen. Und ich sag mal, da ja beide sehr starke Ringer sind, passt das auch durchaus, sag ich mal. Finde ich spannend. Ja, ansonsten gab es heute, habe ich noch, ich weiß nicht, wie weit das, sag ich mal, Gerücht ist, auch weil das ein Gerücht ist, was schon eine Weile immer mal durchgeistert, oder ob da jetzt sozusagen schon mehr Butter bei den Fische ist, aber das kann bei WWE immer ein bisschen dauern, dass es neue Titel geben wird oder geben soll für die Hauptshows, nämlich Midcard-Titel für die Damen. Ein IC und ein US-Titel, also einen jeweils für Raw, einen für SmackDown. Was ich gelesen habe, ist halt, dass sozusagen irgendwo Gürtel in Auftrag gegeben wurden, so wie ich das verstanden habe, Das kann aber alles und nichts heißen. Das letzte Mal, als es hieß, ja, Gürtel sind fertig, da war es, glaube ich, für die Tag-Team-Titel. Und dann hat es auch noch 3 oder 4 Monate gedauert, bis die dann in den Shows. Und da war es ja nur, dass man halt, ich sag mal, die Gürtel tauscht. Also, ja, gucken wir mal. Vielleicht kommt da was, vielleicht auch nicht. Stefan, was sagst du so grundsätzlich mit Titel für die Damen? Bei NXT haben wir es ja schon jetzt mit dem North American-Titel. Das Problem ist, man macht einen Midcard-Titel, wenn, dann braucht man wieder 2. Dann sind wir wieder im Bereich, es sind wieder zu viele Titel. Ich finde halt momentan, sind es gerade ausreichend Titel, um es wirklich zu vertreten. Sie haben jetzt wieder nur, oder sie haben gar kein Damen-Titel-Match bei dem Pay-Per-View gehabt, den wir dann heute irgendwo noch besprechen. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann verwässert wird. Ich habe es vor ein paar Jahren mal gesagt, also 2016, als der Brand Split rauskam, da hatte ja Raw, glaube ich, den WWE-Titel, den WWE-Women's-Titel. Und da habe ich gesagt, ich würde mir für SmackDown den WWE, also den Women's Intercontinental-Titel wünschen. Könnt ihr im Archiv gerne nachhören. Habe ich so gesagt, und ja, da hätte ich es mir gewünscht, aber wie gesagt, wenn, dann müsste man immer 2 haben, immer so 2 sie sind, wissen schon, dass damals wenn. Aber ja, warum nicht? Momentan, ich glaube, was sie machen, sie fallen immer auf die Beine, das ist momentan das Gute, aber ja, man soll es auch nicht riskieren, dass es ja nichts ist. Sie haben ja schon die Tag-Team-Titel, wenn man die vielleicht wieder einstampft, aber ist auch wieder ein Schmarrn, dass man den Tag-Team-Titel wegnimmt. Die waren auch nicht immer so gut vertreten, die letzten Jahre. Ist immer schwer, die Sendezeit ist da auch nicht mehr und ja, man kann es machen. Und das kann funktionieren, aber das große Verlangen danach habe ich eigentlich nicht. Ja, gucken wir mal, wie gesagt, ob es überhaupt kommt und was man denn da macht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bei NXT hat man es ja jetzt, ist ja auch relativ neu. Ich glaube, also im Moment würde ich noch davon ausgehen, dass man das bei NXT noch ein bisschen beobachtet, wie das so funktioniert bei den Damen, bevor man jetzt im Hauptroster, wobei man ja sagen muss, bei NXT hast du ja so viele Damen, da fällt das halt, da ist das halt auch absolut nicht zu viel. Im Hauptroster, dadurch, dass die getrennt sind, die Kader, hast du halt nicht ganz so viele Damen. Es wäre zwar durchaus sinnvoll, weil es gewiss, das ist das Problem. Es gibt halt eine gewisse Riege von Damen, die treten halt um den Haupttitel an und der Rest hat eigentlich keine Chance. Sagen wir es mal so. Ja, das sind halt persönliche Animositäten. Ja, das ist halt. Das ist halt so ein bisschen so das Problem, wo, also ich sag mal so Leute wie eine Selina Vega, eine Chelsea Green, Piper Niven und sowas, die werden halt so für Midcard-Titel halt prädestiniert, sag ich mal. Auch eine Shayna Baszler könnte ich mir sehr gut als so Damen-US-Titelträgerin oder Interkontinental-Titelträgerin vorstellen, die dann also mal 5 Monate in jeder Show in 5 Minuten jeweils eine Dame auseinanderschraubt. Aber wie gesagt, ja, gucken. Was auf jeden Fall kommt, ist ein neuer Name, beziehungsweise ein alter Name für ein Pay-Per-View. Wir kriegen im Oktober, ich glaube 5. Oktober ist es, kriegen wir Bad Blood. Richtig. Hätte ich jetzt richtig gut vorgearbeitet, hätte ich mal geguckt, wann wir das letzte Mal Bad Blood hatten. Auf jeden Fall 2003, weil das müsste nämlich der erste Raw-Only-Pay-Per-View gewesen sein damals, mit Kevin Nash gegen Triple H im Käfig. Aber ich glaube nicht, dass es der erste Raw-Only-Pay-Per-View, der Brand-Split war 2002. Ich weiß das nämlich nur deshalb, oder beziehungsweise komme ich nur deshalb darauf, dass das der ist, weil das der letzte Pay-Per-View ist, den ich damals nicht bei Premiere gesehen habe, und der danach war der erste Smackdown-Only-Pay-Per-View. Ja. Da schauen wir doch gleich mal nach. Ich bin immer verblüfft von deinen Frank Elstner-Überleitungen, wie du immer machst. Ja, es ist... Es ist ja komischerweise ein bisschen aus Nähkästen geplaudert. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Matze und ich haben so ein All-Eyes-On-Projekt. Könnt ihr mal reinhören und Feedback da lassen. Nur als kleiner Wink. Da sprechen wir auch über alte Events und so. Und ja, das ist schon lange auf meiner Liste. Und jetzt mit dem Hintergrund, dass es kommt, ich glaube, es rückt an der Liste ein kleines bisschen weiter nach oben. Ja. Aber wie gesagt, stay tuned. Ich gucke einfach mal hier, Bad Blood. War das? Ja, Triple H, Kevin Nash, aber sogar Hell in a Cell. Ja. Oh Gott. Ric Flair, Shawn Michaels, Goldberg, Jericho, La Resistance gegen Kane und Rob Van Dam, Booker T gegen Christian, Scott Steiner gegen Test und die Dudleys gegen Christopher Nowinski und Rodney Mack. Das hört sich doch nach sehr viel Spaß an. Ja, und danach war nämlich Vengeance. Das war nämlich auch das Turnierfinale um den US-Titel. Oh Gott, das war auch mit Vince McMahon gegen Zack Gowen. Oh Gott. Ja, auch eine sehr interessante. Billy Gunn gegen Jamie Noble in einem indecent Proposal Match. Ja. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, also das Bad Blood und Vengeance waren auf jeden Fall denn 2004 gab es auch noch eins. Okay, hatten wir sogar 2004 nochmal Bad Blood. Das Lustige, die späteren Bad Bloods schreibt man BAD und das erste In Your House 1997 mit dem ersten Hell in a Cell, das schreibt man mit 2D. Bad Dude, also Johnny B. Bad Blood. Ja, Bad Blood war ja so ein bisschen so der Pay-Per-View, wo man jedes Jahr Hell in a Cell gemacht hat. Ja, bei 2004 war zum Beispiel Hell in a Cell Triple H gegen Shawn Michaels. Ja. 47 Minuten, meine Fresse. Ja. Das hat man ja dann irgendwann, wie gesagt, hat ja Hell in a Cell den eigenen Pay-Per-View gekriegt. Davon ist man jetzt wieder weg. Ich finde es, ich weiß nicht, ob ich es eben schon erwähnt habe, ich finde es momentan sehr gut, dass man nicht sagen, oh, wir haben jetzt die Veranstaltung, jetzt brauchen wir das Match. Das war ja früher immer so ein Kritikpunkt und das haben sie jetzt Gott sei Dank übergangen und ja. Finde ich viel, viel besser. Ja, ich habe jetzt gerade geguckt, was letztes Jahr Oktober war. Da hatten wir Anfang Oktober Fastlane. Dass man denn Bad Blood bringt, anstatt Fastlane vielleicht. Vom Namen her. Joa. Kann man machen. Ist okay. Momentan ist ja WWE, also momentan irgendwie too big to fail, weil momentan landen sie immer auf den Füßen. Ja. Ich glaube, ja, da ändert das Money in the Bank auch nichts, das ja ordentlich Kritik gesammelt hat. Jetzt wieder das, wo heute Nacht war. Darum bin ich gespannt, wie sie es machen, aber natürlich schauen wir das an. Ja, sowas von. Außerdem hat sich WWE noch Namen sichern lassen von alten WCW-Sachen. Einmal Super Brawl, wo mein erster Gedanke war, Super Brawl, Super Bowl, für NXT. Aber Anfang Februar hat man bei NXT schon Vengeance Day, was ja so immer Valentine's Day so. Und es war noch ein anderer, aber da habe ich das, den habe ich jetzt wieder vergessen, was man sich noch das Trademark gesichert hat. Ja. Gucken wir dann, wenn was angekündigt wird. Ich glaube, jetzt habe ich so Newsmeldungen soweit durch. Die eine große, die während des Pay-Per-Views aufgetaucht ist, würde ich einfach jetzt auch noch hier schon mal verwursten. Vergessen wir es nachher nicht. Ja, denn irgendwann kam Trish Stratus, war Guest-Host für Money in the Bank, weil wir waren in Kanada. Da brauchst du natürlich eine kanadische Gastgeberin. Und einmal kommt sie raus und sagt so, hey, hier, John Cena. Und dann kommt John Cena. Wir haben ihn gesehen. Und dann so, was kommt denn jetzt? Kündigt er an, dass er Kanada ganz super findet und hier bestimmt mal eine WrestleMania hinkommen sollte? Das war letztes Jahr bei Money in the Bank in England. Ja. Naja, einmal im Jahr, ne? Muss er das ja machen. Aber nee, dann kündigt er an, 2025 wird sein letztes Jahr. Und erst hat sie, also während der Show hat sie so ein bisschen angehört, als wenn WrestleMania das Ende wäre. Bei der Pressekonferenz hinterher hat er nochmal klargestellt, dass er komplett 30 bis 40 Termine, also theoretisch fast wöchentlich. Ja, und dass er halt sozusagen Ende 25 dann aufhört. Auch, ja, und dann wahrscheinlich, naja, dass er dann bei der WrestleMania dann in die Hall of Fame, aber dass er da nicht nochmal ein Match... Nee, das hat der Triple H, wurde nachgefragt, wie Hall of Fame und so weiter. Und er hat dann mit John Cena darüber geredet, und er hat gesagt, John Cena hat so viel fürs Business getan, er darf entscheiden, wann er es will. Und er muss einfach sagen, er will dieses Jahr rein, dann ist es so und er darf entscheiden, wer ihn in die Hall of Fame einführt. Und ja, das vielleicht erst später. Ja, mal gucken. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Er ist ja nicht weg. Er ist nicht so, dass er gesagt hat, er liebt das Business und er wird die WWE nie wieder verlassen, wie einige andere Hollywood-Schauspieler. Ja, ich finde es halt nur interessant, dass er halt sozusagen mit dem Ende des Jahres aufhören will und nicht halt bei einer WrestleMania oder sowas. Ja, er will halt einen kompletten Run nochmal haben. Mhm. Es gibt ja noch einige Titel, die er noch hatte, oder? Ich glaube, Intercontinental-Titel war nicht, oder? Täusche ich mich jetzt da. Also US-Titel war er ja auf jeden Fall. Ja, klar. Das es kann gut sein, dass er den nicht hatte, weil der ja immer... Also vor allem bei Raw war, während der US-Titel ja bei SmackDown war, während Cena bei SmackDown war. Wir haben jetzt zumindest... Na, ja. Kurz mal den Herrn Cena eingeben. Ich will... Er ist auch erst in Anführungsstrichen 47. Ich habe gedacht, dass er jetzt sozusagen nächstes Jahr oder 2026 dann 50 wird und deshalb genau dann aufhören will. Nee, Intercontinental-Titel nicht. Ja. Oder ist der 17. World Title, dass man ihn den nochmal gibt? Ja. Werden wir sehen. Ich finde es eine super Entscheidung, dass er sagt, er will ein letztes Match haben, sondern er macht nochmal einen kompletten Run. Er will nochmal gewisse Städte anschauen, Länder anschauen und so weiter. Die Leute haben nochmal Chance, dass sie ihn vielleicht doch nochmal sehen oder doch nochmal nicht sehen. Und ja, es wird ordentlich wieder Geld in die WWE-Kassen fließen. Cena, glaube ich, wird auch nicht verhungern. Und ja, sie können ja ein bisschen um sein Film-Schedule rumplanen. Ja, ich finde es eine großartige Ankündigung, aber ich persönlich ist dann irgendwie komisch, dass man dass wieder so ein Wrestler, mit dem man ja gefühlt aufgewachsen ist, aber seit seiner Anfangszeit eigentlich kennt, und dass der wieder aufhört, das ist irgendwie komisch. Ja. Ich habe jetzt zu Cena, obwohl ich da eigentlich weniger Wrestling geschaut habe, einen größeren Bezug als so ein Sting. Weil ich immer der WWE-Guy war oder WWF-Guy. Und ja, es ist wieder komisch. Ein WWE ohne Cena. Und er hat auch bei der Pressekonferenz gesagt, die Shorts werden auch retired. Danach läuft er nur noch im Anzug rum. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist... mal gucken. Also ich meine, wir haben den CM Punk bei der WWE. Also auch wenn Cena halt so ein klassischer Kandidat dafür ist, dass er gerne einfach so alle vielversprechenden jungen Leute einmal mitnehmen möchte, wäre halt nochmal so ein Match gegen CM Punk. Ja, hat Punk auch gesagt. Wäre halt so eins so dieser Dinge, klar, nochmal so Orton, ist ja auch einer von den großen. Schade, dass Edge nicht mehr da ist. Das wäre noch was gewesen. Ja, der wollte ja nicht. Ist aber auch kein Beinbruchschnitt. Der war schlecht. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, nach einer halben Stunde ungefähr alle News einmal abgehakt. Und dann springen wir mal rein in das Money in the Bank Match der Herren. Was an dem Satz hat jetzt meine Sprachassistent vom großen Einkaufshaus online anspringen lassen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es Geld auf Englisch. Ja, da springt es mal an. Wir hatten LA Knight, Jey Uso, Chad Gable, Carmelo Hayes, Andrade und Drew McIntyre. Und ouch. Also, da ging ja einiges ab. Ich bin mir nicht sicher, was am schmerzhaftesten war. Also Gable, der ich überlege gerade, wen er ob es LA war. Irgendeinen hat er mit dem Belly-to-Belly übers oberste Seil auf die Leiter. Ja. Auch natürlich Gable selber, der oben dran hängt. Leiter wird weggeschoben von Jey Uso und dann macht er halt den Bauchplatscher. Das war auch... Es sieht gar nicht so fies aus, aber das ist halt, wenn du dann mehr so die Kameraperspektiven, was das halt auch für eine Höhe ist und dann so Klatsch. Ja. Und der Move, bei dem sich bei mir alles zusammengezogen hat, war auch die Inverted Slingshot Spanish Fly von Andrade gegen, ich bin mir gerade nicht sicher, auf die Leiter drauf. Carmelo. Ja. Natürlich war es Carmelo, macht eigentlich Sinn, weil der es am ehesten hinkriegt. Oder auch wie hieß er was Carmelo? Ich glaube schon Carmelo. Wo sie oben auf der Leiter waren und Andrade die Powerbomb dann zeigte. Wo er über Carmelo geschubst wurde, glaube ich. Ja. Und dann auf der Leiter die Powerbomb drauf. Das war... Ja. Stimmt, das hatten wir ja bei den Damen dann später auch nochmal. Ja. Sowas Ähnliches. Ja, und natürlich auch ganz am Ende, wo es so aussieht, als ob Jay das Ding abhängt. Die Kamera schon so auf ihn drauf hält, dass man so denkt, so irgendwas passiert ist. Und dann Totale und McIntyre mit der Leiter und denkt sich so, Speerwerfen. Beziehungsweise, Schotten, wissen wir ja, die schmeißen eigentlich Baumstämme. Aber da machen sie es eigentlich immer so über den Kopf drüber, werden ja Baumstämme geworfen. Aber hey, Baumstammleiter ist ja fast dasselbe und die Aluleiter in den USA sind ja auch leicht. Da machen wir halt mal Speerwerfen mit der Leiter. Das war auch fies. ja, so komplett weggedautet. Ja. Und das sah fantastisch aus. Also, ja, auf jeden Fall. Und Jey hat das ordentlich gesellt. Ja. Es wird, also. Das meiste vom Match, es war Spot an Spot. War eigentlich auch sehr, sehr sauber gewirkt, würde ich sagen. Soweit man ein Match mit einem Leiter wirken kann. Ja. Gleich zum, was jetzt wichtig ist. Ich fand es super, dass Drew gewonnen hat. Er hat jetzt die Elimination Chamber gewonnen und hat das Money in the Bank gewonnen. Er hat bei WrestleMania den World Title gewonnen. Also der ist strikt auf Wrestler of the Year Level. Das war halt für mich keine Spannung drin. Durch das, was er bei Ding gesagt hat, bei Raw, sagt er, wird zu Money in the Bank gehen und er garantiert, dass er als Champion Money in the Bank verlassen wird. Und da wusste ich, Punk versaut ihm nicht das Money in the Bank Koffer, sondern versaut ihm den Cash-In. Das war das Einzige, wo ich keine Spannung hatte, aber ja, es lässt sich jetzt drüber streiten, ob man jetzt für ein Match, das schon ja glühend heiß ist, fast schon weißglutmäßig, ob man das nochmal braucht. Ich sag ja, es wird dann immer intensiver. Bei der Postshow hat ja Drew McIntyre auch Adam Pearce versehentlich attackiert. Mal schauen, was da noch kommt. Mhm. Und Punk sagte auch, ja, er fühlt sich sehr gut und er muss manchmal gebremst werden. Also es sieht sehr gut aus, dass wir bei Money in the Bank, also beim SummerSlam oder ich überlege gerade, es ist so viel böses Blut zwischen Punk und Drew McIntyre. Welche Veranstaltung könnten wir da ein Match stattfinden lassen? Ja, das ist natürlich. Ja. Beziehungsweise kommen wir ja später noch zu. Gibt es ja noch wen anders, der auch auf der Ich hasse Punk-Schiene jetzt so ein bisschen noch mehr ja, schon länger. Aber das hier nochmal so ein bisschen intensiviert hat, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe. Wie gesagt, da kommen wir dann später noch genau zu. Oder wo ich überrascht war, dass man das jetzt an der Stelle schon auffasst. Aber ja, ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, ich habe auf Jey Uso getippt, weil ich so, ja, Punk versaut ihm den Koffer zu gewinnen. Ich war da noch so voll so, ja. Ne? Da war ich nicht so überzeugt wie du. Ich wär's mal besser gewesen. Ja, aber das Match fand ich stark. Ja, das war aber für mich nicht das beste Money in the Bank Match, das wir an dem Abend gesehen haben. Dazu aber später mehr. Finde ich interessant, gerade wenn ich mir die Wertung auf Cage Match zum Beispiel angucke. Ja, das ist ein Geschmäcker. Oh, nee, warte, stopp, nehme ich zurück. Ich war irgendwie drauf aus, dass das Damen-Match schlechter bewertet war. Ist es gar nicht. Entschuldigung. Dann waren das nur ein paar Kommentare, die ich gelesen habe, die alle so... Aber gut, Kommentare hatten wir eben ein paar. Wollen wir weitermachen? Oder möchtest du zum Match? Ich habe eigentlich alles gesagt. Wir können eigentlich kurz über Onkel Howdy reden. Ja, stimmt, wenn wir eben bei Chad Gable sind. Beziehungsweise. Er wurde ja erschossen, wo ich gelesen habe. Ich sag, das war eine Platzwunde am Kopf und er war einfach bewusstlos an so einen Koffer gelegt. Wie ist es? Ja, diese Case. Ja, diese großen Stage-Cases oder so. Ja, genau. Diese großen Boxen auf Rädern. Da, wo das Equipment reintusten ist. Dass der erschossen wurde, dass es aussah, das habe ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Und ja. Und ich finde ja auch gut, was man mit Chad Gable macht. Man nutzt ihn zu seinen absoluten Stärken. Ja, natürlich kommt das jetzt momentan auf, dass... Ja, er ist eigentlich Kurt Angle 2.0 von dem Gimmick her. Aber Mich stört es nicht. Ich finde es super, dass man ihn so darstellt und wie man ihn momentan darstellt. Auch die wichtige Storyline. Ja, es kann nur sein, als kleine, ja, auch wenn du noch deinen Senf zugeben darfst, als kleine Transition, ja, dank Uncle Howdy gewinnt den Intercontinental-Titel. Das ist mir jetzt dann auch klar nach dem nächsten Match. Aber sag du noch, also die Darstellung von Uncle Howdy, wie er zurückgekommen ist, boah, das war schon großes Kino. Das war ein ganz großes Kino. Die haben ja Standing Ovations bekommen. Ja. Und auch die letzten. Und auch das Interview. Das Interview mit Uncle Howdy und Bo Dallas, die beiden, das war. Also das, wie sie das gemacht haben, wenn sie schaffen, dass eine ganze Halle still ist, nicht weil es sie nicht interessiert, sondern weil sie an den Worten kleben, die sie sagen, ja, dann haben absolut. Sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Und wie gesagt, das war ja beides mal, gab ja zwei sozusagen Teile bei dem, nennen wir es mal, Interview, wo der jeweils per VHS-Kassette, die ganze Produktion, wie das aussah mit der VHS, beziehungsweise mit dem Video, dass das halt aussah wie ein VHS-Video, das war halt so mega gemacht. Und auch am Ende vom zweiten, wo man dann halt sieht, ich glaube, die erste totale ist, dass du Bo Dallas siehst, dass der sozusagen alleine sitzt, dann fadet der so weg, auch so wie man es früher gemacht hat, in Filmen. Kleiner Fun-Fact, den Effekt, wie es da aussah, hat man früher, wo man das halt nicht per Computer oder sowas machen konnte, mit Spiegeln. Da hat man einen halbdurchlässigen Spiegel genommen, wohinter dann halt jemand stand, und wenn der dann sozusagen verschwinden sollte, hat man halt sozusagen den Spiegel so beleuchtet, dass das halbdurchsichtige Bild sozusagen nicht mehr durchkam. Ja, dann heißt du lernst beim Wrestling nichts. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das, wo ich das mal, das sogar mal bei der Sendung mit der Maus oder sowas, ganz früher, wie man diese Effekte halt praktisch gemacht hat. Aber wie gesagt, so sah das halt aus. Wahrscheinlich halt, ne, so wie es gemacht wurde, dass das so langsam wegfadet, natürlich dann eher mit CGI, beziehungsweise mit Computereffekten und so. Aber wie gesagt, ne, er fadet weg und Onkel Howdy, der ihm sozusagen auf der anderen Seite wie gegenüber sitzt, fadet rein, dass du halt weißt, okay, ne? Das war schon richtig, wie gesagt, allein das Produktionsding. Also, da habe ich schon viele Filme gesehen, die wesentlich schlechter produziert waren. Bei dem Moment, Filme, die schlechter produziert werden, schaut euch nicht Sharkbait an auf Sky. Habe ich gestern gesehen, schaut, macht's nicht. Das ist sozusagen Clickbait gewesen. Nee, das war eher Bullshit. Ja. Ich fand's ja gut, die Intensität, die sie erreicht haben, mit die Fragen, die sie stellen. Ja, findest jetzt du, dass du den Tod des Bruders ausnutzt und so weiter? Das, was halt die Fans auch fragen. Und so weiter. Das fand ich wirklich gut, wie sie es gemacht haben, dass sie es getraut haben. Und ja, und jetzt mit Chad Gable, der ja seine Familie hinter sich gelassen hat, das war der eigentlich Grund, dass die Wyatts ihn attackiert haben. Und ja, ich freue mich einfach für Chad Gable, das ist einfach. Ja. Wie gesagt, das macht alles sehr viel Spaß, und ich bin da auch sehr gespannt, wo das denn hinführt, bei den Wyatts und so. Ja. Abwarten, Tee trinken in dem großen Ding. Aber wo wir ja eigentlich jetzt hin wollten, ist natürlich der Intercontinental Titel, für den wir jetzt mal hier auch die Marke setzen. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich schon eine gesetzt hatte. IC-Titel, für mich auch die Überraschung des Abends. Denn ich habe fest damit gerechnet, dass Bron Breakker gewinnt. Das war für mich so, ja, also noch klarer kann es gar nicht mehr werden, als so wie sie da Breakker für positioniert haben. Und auch so während des Matches so die ganze Zeit so, jo, das ist halt der typische Aufbau, Breakker dominiert, Sammy kann mal so ein bisschen und ja, dann geht halt am Ende doch der Luva-Kick durch und auch das Cover, bei dem ich noch so, ja, jetzt kickt er aus. Und dann kickt er nicht aus. Und ich so, oh. Ja, das war überraschend. Ja, ich habe jetzt auch was bei den Online-Kommentaren so gehört. Sagte, ja, ich verstehe es nicht, dass die Breakker da nicht gewinnt. Sagt, ja, beim letzten Event hat sich der gleiche beschwert, dass Drew McIntyre in seinem Heimatland nicht gewinnt und der einzige Kanadier, der an den Namen gewinnt, ja, da beschweren sie sich drüber. Drum. Ja. Ich finde, das Match war bockstark. Man hat gezeigt, wie gut Sammy ist. Man hat wieder gesehen, wie gut Bron Breakker ist, wie ihm eigentlich die Zukunft gehört und was er kann. Ja. Ich finde den Spot gut, wo er zum Frankensteiner aufs Seil springt, dann sich einfach nach hinten fallen lässt und ja, dann praktisch die unterm Hinterfallen den Gegner mitnimmt. Das ist einfach so, es sieht einfach alles viel zu einfach aus. Mhm. Und mir hat das Match gut gefallen, dass Sammy gewinnt. Ich glaube, es haben nicht viel getippt beim Tippspiel, das du wahrscheinlich noch gar nicht ausgewertet hast. Doch, das habe ich vorhin gemacht, aber okay. Ich habe es wieder zugemacht, weshalb ich es schon wieder vergessen habe. Sehr schön. Und ja, ich bin auch nicht mehr sicher, ich wusste nicht, ob der Titel wechselt oder ob vielleicht ein Ilya eingreift und so weiter. Und ja, ob es vielleicht ein Disqualifikationssieg wird. Ja, vielleicht kommt ja ein Ilya zu meinem Intercontinental-Titelmatch in Deutschland. Also ich habe jetzt mal ganz kurz geguckt und gezählt, von den in der Rangliste aktuell ersten 40 haben erstaunlicherweise 1/3 auf Sammy Zayn getippt. Okay, Matze auch? Warte, jetzt muss ich kurz Matze suchen. Ist der überhaupt hier mit vertreten? Warte, da. Nee, selbst Matze hat nicht auf Sammy Zayn getippt. Und dann, dann weiß man... da weiß man ja, schon, wie es abgeht. Dann haben sie uns wieder alle gekriegt. Obwohl es so ein, ja, predictable Pay-Per-View war. Also ich kann dir sagen, auf Du haben wesentlich weniger getippt. Echt? Ja. Das war für mich nach der letzten Promo eigentlich klar. Ich bin einfach nur froh, dass Jey nicht gewonnen hat. Und ansonsten, das hat mich ordentlich überrascht, aber es ist für mich absolut okay, dass hier Sammy verteidigt. Mhm. Vor allem, weil Heimatland ist. Ja. Wo ich sonst komplett vergesse, für Money in the Bank den Tagessieg geholt haben Hulk, Alextrem, Dada 0610 und Timo Torben, jeweils mit 19 Punkten, was volle Punktzahl sein müsste, wenn ich jetzt richtig zähle. Ja, müsste. Glückwunsch. Deswegen wahrscheinlich das World Title Match wirst du noch nicht gerechnet haben. Wie? Weil das war ja ein Triple Threat Match dann. Ja, nee, das hat ganz normal gezählt. Ja, jetzt kommt er wieder, Jan. Hast du auf den getippt? Damian Priest getippt? Wie die meisten auf Damian Priest. Dann wissen wir, dass es zählt. Weil eigentlich ist es ein neues Match. Ich habe auch auf ihn getippt, aber ja, gut. Wer schreibt, der bleibt, das wissen wir ja. Also ich sehe gerade, von den 40 Ersten haben 5 auf Seth getippt. Also ja, Das dürfte das klarste Match von den Tipps gewesen sein am Abend. Aber ja, kommen wir ja gleich zu. Ja, wie gesagt, das Intercontinental-Titel-Match hat mir auch Spaß gemacht. Ich finde, jedes Mal, gerade auch bei diesen längeren Matches, Singles-Matches von Sammy, denke ich halt immer dran, dass vor so Pandemiezeit so ungefähr es die Meldung gab, dass Sammy wesentlich kürzer treten müssen, weil halt Körper nicht mehr so und das alles nicht so verheilt, wie es verheilen soll. Und mittlerweile macht er halt jeden Monat gerne mal so ein paar große Matches, bei denen er sich auch wieder ordentlich aufs Maul geben lässt, sag ich jetzt mal. Und ja, das, ich glaube, das freut uns alle. Das ist bei ihm so gut im Moment läuft. Zumindest das hat die Pandemie gebracht, dass sie bei allem Scheiß, der da gelaufen ist, dass sie ihre Körper ein bisschen schonen konnten. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig gesagt wurde. Ich guck gerade. Ja, also 18 und 19 hat Sammy jeweils um die 60 Matches gehabt. 2020 17. Und naja gut, 21 schon wieder 55, 76, 94 letztes Jahr. Ja. Und dieses Jahr auch schon wieder fast 40. Ja, er hat sich aber komplett neu erfunden, auch in der Pandemie. Also für Nakamura da, der das Sprachrohr war und sich hinter um den IC-Titel auch gesneakt hat, das war schon gut. Und dann, mit Bloodline, das war ja, und eine Offenbarung. Ja, nee, also wie gesagt, das ist schon schön, dass es ihm einigermaßen, ich darf das nicht im Podcast sagen, dass es jemandem körperlich ganz gut geht, obwohl man da immer so ein bisschen Befürchtung hatte. Das letzte Mal ist dann Rey Mysterio 2 Tage später mit einer Knieverletzung ausgefallen für Monate. Deshalb bin ich da immer vorsichtig, sowas zu sagen. Aber ja, ich bin mir echt unsicher, ob es Breakker vielleicht in dem zweiten Anlauf macht. Oder wie ein Gable, bei dem war jetzt auch schon ein paar Mal sicher, wann das was macht. Da ist im Moment ein bisschen was, ich sag mal, möglich. Gucken. Abwarten, Tee trinken, wie wir so schön hier sagen. Ich glaube, hiernach waren das mit Cena in der Halle. Aber da haben wir schon drüber geredet. Deshalb machen wir den Sprung zum World Heavyweight-Titel. Seth Rollins gegen Damian Priest. Priest gewinnt. Rollins kriegt kein World Title Match mehr gegen Priest. Rollins gewinnt, Priest raus aus Judgment Day. Priest macht es auch klar, dass doch bitte keiner eingreifen soll in das Match von seinen Leuten. Auf das auch Finn Balor denn sehr interessant, sage ich mal, reagiert hat. Wo es mich dann sehr überrascht hat, dass wir Balor halt gar nicht gesehen haben. Ja, und irgendwann, wie gesagt, taucht dann auch Drew McIntyre noch auf und schmeißt sich dann auch noch mit ins Getümmel rein. An dem Match, was ich schade finde, ist, dass wahrscheinlich eine der Sachen, neben halt alle mit McIntyre und Punk, was einem so ein bisschen in Erinnerung bleibt, ist der Kickout. Der John Cena Kickout. You can see it. Da hat er hat nicht mal gezuckt. Also ich habe so ein bisschen komplett down. Ja. Es sind für mich zwei Erklärungen da, entweder komplett weg, weil er wirkte auch etwas konfus davor und danach. Vielleicht hatte sich ordentlich den Kopf gestoßen. Ja. Aber es ist halt immer blöd, das dann sowas zu erklären. Wenn sowas passiert, die WWE gibt ihm den Titel Und ja, beim letzten Mal war das mit dem Knie, dass da im Seil hängen bleibt und als Pinata da am Ring hängt. Und jetzt das ist halt, das wirkt halt immer irgendwie ein bisschen unprofessionell. Ich weiß, ich meine, es ist nicht böse, sondern es ist einfach unglücklich. Und ja, ich glaube, unter Vince McMahon würde er den Titel bei Raw morgen verlieren, glaube ich. Aber da hat man vielleicht lösen sie ja noch. Die zweite Gedanke, die ich gehabt habe, vielleicht sollte da die Musik von Drew McIntyre erklingen, und wenn ich da erklungen wäre, ja. Wir wissen ja, Wrestling, wenn eine Musik erklingt, dann hört man sofort auf zum Wrestling und schaut, wer da kommt. Ja, war auch so einer von den Gedanken, die ich hatte, weil Rollins, nachdem der Referee da 2 anzeigt, direkt Richtung Entrance guckt, so als ob er erwartet, dass da wer kommt. Ja. Das ist halt ja ungünstig, vor allem, weil man halt natürlich die Kameraperspektive hatte, die gezeigt hat, dass die Schultern halt unten bleiben, dass sich da halt nichts bewegt. Ja, das ist unglücklich, sag ich mal. Ansonsten war das mehr als okayes, ein gutes Match. Rollins. Extrem, aber ein bisschen langsam war das geführt, phasenweise. Es hatte seine Längen. Es wurde dann, als Drew McIntyre kam, wurde es ein komplett anderes Match. Und ja, wie gesagt, dass noch Punk eingreift und dass er sehr, sehr gut ausschaut momentan. Es ist dann nochmal das i-Tüpfelchen drauf. Und das war nicht der Spot, den man erwarten konnte. Also, ich glaube, keiner war überrascht. Nee, also als McIntyre dann aufgetaucht ist, war das klar, sag ich mal. Beziehungsweise eigentlich schon, als er Money in the Bank gewonnen hat und man, dadurch, dass das erste Match war, halt klar war, dass er, dass das World Title Match später kommt, da habe ich damit auch gerechnet, dass er den Cash-In versucht. Ich muss sagen, ich habe zumindest so leicht noch drüber nachgedacht, ob er es vielleicht auch gegen Cody versuchen würde. Ja, durchaus. So als kleiner Swerve. Weil, ich sag mal, McIntyre, ich glaube, dem wäre es egal, theoretisch, ob er jetzt World Title oder den anderen. Das wäre noch so ein kleiner Swerve gewesen, aber... Aber bei Cody wäre halt die Bloodline noch da gewesen und sie wollen ja den Titel für Solo. Ja. Das wäre halt die größte Gefahr. Ja. Ja. Wie gesagt, beim Match waren auch wieder, ich sag mal, gerade Seth hat einmal so alles aus seinem Repertoire ausgepackt, was man, so Sachen auch, die man nicht so oft sieht, also die Turnbuckle, Powerbomb, wir hatten den großen Suplex vom Seil mit hin und her, wer den Falcon Arrow macht, am Ende hat Seth den ja hingekriegt, ja, das, wie gesagt, das Match war nicht schlecht. Wie du gesagt hast, ein bisschen langsamer. Was aber, glaube ich, auch an... Erstmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn Seth nicht immer... ich sag mal, wie der... wie hieß denn der Hase mit den Batterien? Welche waren das? Duracell. Duracell-Hase, genau. Wenn der nicht immer abgeht wie der Duracell-Hase. Und McIntyre sag ich schon, Priest ist ja auch eher, sag ich mal, ein bisschen... sagen wir mal langsamer, ein bisschen mehr ein Brawler-Typ, der halt jetzt auch nicht wie ein Bron Breakker da halt durch die Gegend einen Sprint nach dem anderen da abzieht. Und ja, wie gesagt, das Ende, beziehungsweise das bevor McIntyre dann kommt mit dem Pin, das ist halt unglücklich. Aber ja, Punk haut ihm da ordentlich einen drüber. Priest gewinnt. Punk sitzt auf Kommentatorentisch und Rollins kriegt auch, bei dem hat man auch die Ader auf der Stirn pulsieren sehen. Muss dann sogar noch von Corey Graves zurückgehalten werden. Das war was Gutes, haben sie hervorragend gemacht, weil Corey Graves sagte ja im Kommentar, er kennt Seth so lange wie noch keinen anderen Wrestler und es ist eine sehr innige Freundschaft und eine gute, dass er sich davon ihn zurückhalten lässt. Das ist auch wieder so ein kleines, ja, wie sagt man da, so ein kleiner Punkt, das es auch wieder verständlich macht. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Ich habe jetzt gerade überlegt, Corey Graves, also Rollins kommt ja aus der Ecke da so Ohio. Ich glaube, Corey Graves ist Pittsburgh. Ja. Jetzt müsste ich gerade so meine Geografiekenntnisse der USA. Ich meine, dass Graves auch so im Ohio-Bereich, ich sag mal so in der größeren Region auch durchaus, so was so seine Indie-Zeit angeht. Aber gut, er ist ja jetzt auch schon ewig und 3 Tage bei WWE, waren ja beide, Corey Graves müsste auch zum Start von NXT als richtige Show. Champion. Ja. Stimmt, der war er direkt von Anfang an? Ich glaube, der war ziemlich von Anfang an dabei. Ja, stimmt, Tag Team Champion. Er war sogar FCW noch. Also, ja. Ja. Wie gesagt, das ist der Zeitpunkt halt, finde ich, ich sag mal, interessant, dass man da jetzt das mit Rollins, der ja auch nicht so richtig gut auf Punk zu sprechen ist, unbedingt... Man hält sich halt alles warm. Ja. Aber wie gesagt, vor allem, weil halt noch mit McIntyre halt noch nicht mal zu einem Match stattgefunden hat, dass man da jetzt aber trotzdem schon mal Seth das, mal gucken. Was man da jetzt macht. Man wollte wahrscheinlich halt sagen wir es, Damian Priest noch eine gute Titelverteidigung geben, dass er wertig erscheint, dass man nicht sagt, dass er Run, ja, er hat den Titel, aber er hat niemanden großen besiegt, da wollte man halt Seth nochmal auf die Liste haben, dass er besiegt hat, Drew zweimal. Im Endeffekt ist es egal, wie er gewinnt, aber ja, es geht eigentlich darum, dass er wertig erscheint, bevor er beim nächsten Event den Titel verliert. So wie alle es wissen. Ja. Das ist richtig. Ja. Jetzt hat er halt 4 Titelverteidigungen. 2-mal Drew im Singles-Match, einmal Jay, Uso und jetzt halt das. Und ja. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn gegen Gunther beim SummerSlam nicht Schluss ist. Ja, und der Teufel ist ja bei AEW, das wissen wir. Wenn er dann mal wieder irgendwann auftaucht. Das, ja. Apropos AEW, Upside Down. Ich habe den alten Mann den früher noch kennt, den ehemaligen Menschen, wie ich ihn gerne nenne, Sven, habe ich zu einem Comeback One Night Only oder One Nachmittag Only überredet und wir haben ein Upside Down zu AEW, Double or Nothing besprochen. Hört einfach mal rein und gebt Feedback ab. Wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Ja, nur so als kleine Werbung zwischendurch. Aber weiter im Programm. Das ist richtig. Und wenn ihr den Podcast hier hört, dann könnt ihr euch schon mal auf Freitag, da gibt es dann endlich AEW mit Forbidden Door. Da gibt es sogar große Runde. Wenn New Japan mit am Start ist, dann lässt sich sogar Alex mal blicken. Auch wenn er weder New Japan noch AEW so richtig aktuell guckt, aber da konnte er denn zu Nicole und Jens nicht Nein sagen anscheinend. Weil es mir gerade einfällt, du triggerst mich jetzt, Ich habe es vergessen. Verdammt. Ja, mach weiter, mir fällt es gleich wieder ein. Irgendwas wollte ich zur AEW sagen. Ach, ja, jetzt weiß ich wieder. Bei der Postshow gab es ja die Pressekonferenz, wo halt Punk auch war, John Cena war und so weiter. Und auch Triple H. Und Triple H hat gesagt, ja, wurde auch gefragt, ja, es waren wieder 5 Matches und bla 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 und so weiter. Sagt, er findet es für sich als Wrestling-Fan erfrischend, dass man so zwischen 2,5 und 3,5 Stunden Shows macht und nicht so 7 Stunden Shows. Die finde einfach, es ist einfach zu lange und die Leute sind einfach tot drin. Dann sagt er noch, und bitte, denkt euch da nichts rein, interpretiert das nicht falsch. Er ist selber in solche Shows aufgetreten, die wir früher bei WWE hatten, WrestleMania, und wo die Crowd einfach tot war nach so vielen Stunden. Er meint da nichts anderes. Also, ja, hat er ordentlich die Kurve gekriegt, bevor wieder irgendwer sagt, ja, der ditcht schon wieder AEW. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Vor allem, weil es ja auch keine Erfindung von AEW ist. Also, man muss noch mal nach Japan gucken. Ja. Was da auch New Japan, gut, vielleicht jetzt ein bisschen sich wieder, aber gerade mit den großen Shows auch gerne mal so 30 Matches und auch die anderen liegen. Peter Pan, DDT ist mit ihrer Peter Pan Show jedes Jahr auch. Peter Pan Show? Die haben eine Show, die heißt Peter Pan, und die ist vor allem deshalb legendär, weil man da weiß, unter 6 bis 7 Stunden geht da nichts. Und ja, ansonsten kann ich sagen, die Kollegen von Straight Wrestling, vom Wrestling-Podcast von Cage Match, die sind auch jedes Mal froh, wenn sie über eine Show sprechen. Die machen ja auch viel so Indie- und auch Japan-Sachen. Sind sie auch jedes Mal froh, wenn sie eine Show haben, die unter 3 Stunden geht. Da ist auch immer so gerne so 2 bis 2,5 ideal, ne? So alles unter 3 prima. Ja, mir hat es früher auch nichts ausgemacht, wenn halt WrestleMania 20 Stunden lang dauert. Aber mittlerweile genieße ich das. Du kannst dir locker WWE, die Events kannst du dir locker mal am Nachmittag anschauen. Ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine WrestleMania 35, wenn du da Sonntagmittag anfängst, ja, wenn du um 8 Podcasts hast, da bist du eigentlich schon komplett durch, wenn du die Pre-Show und so weiter anschaust. Ja. Und so kannst du es anschauen, kannst nebenbei noch was anderes machen. Und ja, es lässt sich einfach gut wegschauen. Das ist absolut richtig. Wollte ich nur an der Stelle nochmal erwähnen, falls ihr irgendwas liest oder hört, er hat explizit gesagt, er hat da nichts gemeint, er hat das selber bei solchen Shows ist er aufgetreten und das hat ihn ja auch genervt. Ja, wie gesagt, lange Jahre war ja auch Rumble und so, war ja nichts unter 4 Stunden. Also ja. Gerade bei den großen war da ja, also 4 Stunden war ja noch freundlich, auch so bei Rumble. Plus dann halt Kickoff, wo es ja auch meistens Matches gab, wo man ja auch immer noch eine Stunde mit noch extra draufrechnen konnte. Von daher, Jan, du musst jetzt aufhören, du triggerst mich schon wieder. Es wurde jetzt vor kurzem angekündigt, dass Indianapolis hat da sein Multi-Year-Deal unterschrieben mit 3 Premium Live-Events, also keine WrestleMania, und starten mit dem nächstes Jahr Royal Rumble. Da wurde auch mit WrestleMania. Die kriegen Rumble, WrestleMania und SummerSlam. Ja, aber sie wurden nicht angekündigt, wann es ist. Achso, ja, also. Nur der Rumble. Es wurde nicht angekündigt, WrestleMania 42 ja. Ist in Indianapolis. Es wurde halt sagen, Ding. Und ja. Was auf alle Fälle sicher ist, nächstes Jahr der Royal Rumble 2025 in Indianapolis, und da wurde auch gerüchtet, dass es ein 2-Tages-Event wäre, dass man jetzt die Big Four, dass man die auf 2 Tage macht. Wollte ich einmal fragen, wie du es findest. Ich sag ganz kurz, ich finde es super, weil wenn du 2 Tage Rumble hast, schon klar, es wird auch insgesamt wieder 6 Stunden Wrestling sein, aber du hast an jedem Tag ein Royal Rumble Match im Main Event, ein bisschen Card außenrum, und das, glaube ich, lässt sich rein von der Auffassungsgabe besser sehen, als wenn man 2 Rumble Matches an gleichen Tag hat Und auch für Survivor Series, falls man Wargames zwei Tage macht und so weiter. Also ich finde, da macht die Aufteilung absolut Sinn. Jetzt du, Jan. Auch wenn Nicole gerne heute hier gewesen bin ich ganz froh, dass sie gerade nicht da ist, weil sonst würden die jetzt erstmal eine halbe Stunde sich aufregen, weil die das ganz doof findet. Ich habe damit gar kein Problem. Ja, die alten Frauen immer. Schöne Grüße an Niki. Ja, ich bin schon gespannt, ob beim AEW-Podcast vielleicht einer der Kritikpunkte der Laufzeit war bei ihr. Ich habe da grundsätzlich auch gar kein Problem mit. Ich meine, dass es auch schon heißt, dass es beim SummerSlam auf jeden Fall nicht nur so eine einmalige Sache ist, weil das war ja so, ich sag mal so, die erste Vermutung, weil Minnesota ja eigentlich so schon so halb fest, die schon WrestleMania hatte, und man denen deshalb sozusagen 2 Tage geben wollen würde. Aber das scheint wohl, dass das dann ein dauerhaftes Ding ist, zumindest auch beim SummerSlam. Und wie gesagt, auch beim Rumble, wie du gesagt hast, macht das ja eigentlich Sinn. Ne? Rumble-Match eine Stunde, dann kannst du halt jeden Tag so 3 bis 4 weitere Matches noch. Ne? Jeder Tag kriegt ein World-Title-Match, ein Damen-Titel-Match und noch 2 andere. Ein Midcard-Match und einmal Herren-Tag-Team, einmal Damen-Tag-Team-Match, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, wie gesagt, oder halt ne, Story-Sachen. Gibt ja auch so mal Sachen. Aber wie gesagt, jetzt hat man ja teilweise, dass du halt neben dem Rumble-Match an sich vielleicht noch 1 oder 2 weitere Matches hast. Da wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, abwarten, ja. Tee trinken, bis da offizielle Sachen kommen. Im Moment ist es ja bei vielen Ligen so, dass es eher mehr Shows werden als weniger. Ja, vielleicht könnte man das auch so machen, ist gerade eine Idee von mir. Man macht Tag 1 4 Herren-Matches im Vorhinein und dann 3 Herren-Matches und dann den Damen-Rumble. Und am zweiten Tag umgekehrt, macht 3 Damen-Matches und dann den Herren-Rumble. Oder man kennt das komplett. Einen Tag nur Damen-Matches, einen Tag nur Herren-Matches. Das wäre auch mal interessant, weil es wird ja schon länger wieder ein All-Women's-Pay-Per-View angekündigt. Mhm. Oder gerüchtet. Ja. Nur mal so eine Idee. Oh, auf jeden Fall. Heute sprudelt es in mir. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, der Moment dass es eher bei allen Ligen ein bisschen mehr wird. AEW kündigt ja gefühlt auch alle 1 bis 2 Monate einen neuen Pay-Per-View an. New Japan hat ja jetzt angekündigt, dass nachdem man von 2 Tagen Wrestle Kingdom weggegangen ist wieder, weil alle gesagt haben, oh nee, das ist viel zu viel und viel zu lang, weil ja dann die einzelnen Tage auch nicht unbedingt kürzer sind als vorher. Und dann so, ja, wir haben euch gehört. Also jetzt 4. Januar Wrestle Kingdom, 5. Januar einmal schon mit allem. New Japan, Stardom, CMLL, AEW und warum auch immer Ring of Honor. Einfach weil es wahrscheinlich das Logo mit hat, damit es da mehr aussieht. Ja, das ist, wie gesagt, überall wird es eigentlich eher mehr. Gucken wir mal. Jetzt aber mache ich hier den Timestamp. Wir wollen, glaube ich, mit dem Titel mit dem Match nach 10 Minuten durch. Jetzt sind wir bei 20 Minuten bei dem Timestamp. Ja, das macht nichts. Kommen wir zu den Damen auf der Leiter. Wir hatten Tiffy, wir hatten Chelsea, Io, Lyra Valkyria, Naomi und Zoe Stark. Und bei mir war das Motto, alle außer Naomi. Ja, das ist komisch. Ich finde es ja irgendwie schade. Aber ich hätte ja auch Chelsea Green gefeiert. Auf jeden Fall. Und so, dass Io es nicht wird, 2 Mal hintereinander, war mir klar. Ja, Lyra Valkyria wäre, glaube ich, zu früh gewesen. Und vor allem zu viel, nachdem sie ja. Auch beim King of the Ring ins Finale und so, das wäre zu viel des Guten gewesen. Von Zoe halte ich echt viel. Und ja, ich hoffe, ihre Zeit wird noch kommen. Und ja, Tiffany Stratton hat auch nachher noch ein Intermezzo mit Trish Stratus, wo sie auch im Post-Match in Media-Runde hat sie auch gesagt, ja, wenn Trish gegen ihr wrestlen will, dann soll sie nur kommen. Sie ist bereit. Ja. Erste Sache. Ich glaube, alle haben alle haben 110% gegeben. Ja. Würde ich sagen. Und ja, jetzt bist du dran. Ich ergänze jetzt mal. Ich höre jetzt einmal aufmerksam zu. Ich war ja schon mal sehr froh, dass Zoe sich nicht selber umgebracht hat. Ich bin mir nicht sicher. Also bei ihr haben ja mehrere Sachen. Beziehungsweise, das muss man halt sagen, bei den Damen haben manchmal so ein paar Sachen nicht ganz so funktioniert. Aber was halt echt unglücklich aussah, ich überlege gerade, was ging, wen sie da auf die Leiter erst packen wollte. Ich glaube, mit dem Simone Drop. Es könnte Naomi gewesen sein, die aber dann auch nur, ich sag mal, mehr oder weniger den Arm voll auf die Leiter geklatscht hat, weil die Leiter halt sehr nah am Seil lag. Dann wollte so wie eine Springboard-Aktion, rutscht dabei ab, fällt mit dem Kopf voran runter, trifft, glaube ich, auch noch mit dem Kopf die Leiter. Und ich nur so, das hat wehgetan. Da kann halt auch schnell mal was richtig kaputt gehen. Aber sie hat sich nur kurz geschüttelt und dann ging es anscheinend auch schon wieder, Gott sei Dank. Aber ansonsten waren da halt auch ein paar, ich sag mal, absurde Sachen. Also gut, der finale Spot von Chelsea, sie steht ganz oben, Leiter wird umgeschubbt von Tiffany und draußen stehen zwei Tische und Chelsea halt aus hohen Bogen macht sie halt schön auch noch die Kanonenkugel. Also man hat schön gesehen, wie sie Nacken einzieht. Ja, und auch die Arme so ein bisschen. Da gibt es auch so, wie nennt man das? Im Englischen heißt es Freeze Frame. Ein Standbild. Ja. Wo man so schön sieht, wie sie so im Fallen und halt so ein bisschen so, ich sag mal, die Fetalhaltung im Flug schon einnimmt. Ja. Also die Haltung, die man halt am besten für so einen Aufprall benutzt. Großer Respekt, dass sie den Bump genommen hat. Weil ein bisschen was schief geht, landet sie mit dem Rücken oder mit dem Nacken an der Kante vom Ding und dann reden wir hier über etwas ganz anderes. Ja, das ist. Über was keiner reden will. Das ist richtig. Auch ganz fiese Aktion. Io Sky mit. War das ein Falcon Arrow? Gegen. Ich glaube, müsste gegen Leiber gewesen sein. Also sozusagen das Falcon. Ich nenne es mal Falcon Arrow. Von oben auf der Leiter auf eine zweite Leiter, die sozusagen zwischen Ringseil und der Leiter sozusagen eingeklemmt war. Und sozusagen, dass man da hätte auch drauf liegen können. Und Lyra halt auch so mehr oder weniger einen Kopfstand auf der Leiter sozusagen macht. Ja. Und auch von der Leiter wieder abbounced. Das war auch, ich weiß nicht, gab es hier nicht, in dem Match gab es auch, glaube ich, nochmal so eine Sunset Flip Powerbomb, oder? War das kann durchaus sein, das verschwimmt dann irgendwann nochmal. Ja, wie gesagt, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber einmal hatten wir auf jeden Fall so eine Powerbomb, wurden auch, aber das kann auch das im ersten Match gewesen sein. Hat da Carmelo eine abgekriegt, wo er so richtig von der Leiter auch da so wieder abbounced. Ja, da auf alle Fälle. Ja, aber wie gesagt, da haben sie sich auch durchaus gegeben. Chelsea auch, da hat man ja auch eingeführt, nenne ich es jetzt mal. Oder zumindest nochmal klar gemacht, dass sie eigentlich auch so ein bisschen Höhenangst hat. Ist ja auch so gern genutzte Sache. Erster Versuch, wo sie hoch, merkt sie so nach 2-3 Stunden so, wir stellen mal die Leiter zur Seite und ich versuche mal, ob ich dran springen kann. Und später dann versucht sie auch einfach mal mit der Leiter sozusagen den Koffer runterzuhauen. Klappt auch nicht so. Ja, und wie gesagt, am Ende habe ich dann kurz so gesagt, Mann, jetzt holt sie sich doch den Koffer hier nicht etwa. Hat halt schon die Flossen so richtig dran. hat auch den Karabiner schon so halb offen, bevor dann da, oh, irgendwer wackelt gerade unten an der Leiter, und dann siehst du halt die totale und die Leiter immer mehr nach hinten, und sie dann halt eine Flugstunde nimmt. Und ja, wie du gesagt hast, Gott sei Dank wirklich perfekt fällt, weil ansonsten ist richtig fies. Wie gut ist eigentlich Chelsea Green? Von unterhaltungsmäßig her, das ist alles, was sie macht, ich feiere es einfach, weil es einfach so drüber ist. Ihr zweiter WWE-Run, der knallt richtig. Ja. Da freue ich mich einfach. Ja, nachdem sie sich ja jetzt nicht jedes Mal, nachdem sie ein Comeback hat, das Handgelenk bricht, merkt man, dass es auch auf einmal läuft. Das war ja bei ihr so. Auch verletzt bei sie nicht beim ersten Match, schon läuft es. Schöne Grüße an CM Punk. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, hier haben alle wieder ordentlich, wie gesagt, Zoe hat ein bisschen unfreiwillig auch ordentlich was abgekriegt und eingesteckt. Aber auch der Rest hat das echt gut gemacht. Tiffy war auf jeden Fall die Favoritin. Kann man, glaube ich, auch die richtige Siegerin. Aber wobei ich Chelsea es echt gegönnt hätte. Ja, Chelsea hätte ich da auf jeden Fall, wie gesagt, im Endeffekt alles außer Naomi wäre für mich okay gewesen. Ich sag mal, Tiffany ist jetzt halt für, ich sag's jetzt mal, die nahe Zukunft für Cash-In. Also ich glaube nicht, dass die jetzt fast ein Jahr wartet. Eine Lyra und auch eine Zoe hätte ich mir halt, wenn man jetzt so gesagt hätte, so, ja, wollen wir halt vielleicht im nächsten Jahr den Daten irgendwie größer benutzen, wäre das auf jeden Fall eine Option gewesen. Auch eine Chelsea, die hätte es auch ähnlich wie eine Carmella damals locker ein Jahr so ungefähr ziehen können. Und ja, wie gesagt, Io, dadurch, dass er letztes Jahr gewonnen hat, war für mich so dadurch sozusagen eine Auszeiterin. Auch wenn es passiert wäre, hätte ich gesagt, hey, nehme ich. Und halt nur Naomi, das wäre halt größere Verschwendung gewesen als alles andere. Also, aber gut, das was ist... was eigentlich irgendwie schade ist, weil sie ist ja keine schlechte. Man hat halt schon alles von ihr gesehen momentan. Und ja, ich glaube, sie war auch nicht lange genug weg. Das hört das Böse an. Ist nicht so böse gemeint, wahrscheinlich, wie sie das anhört. Aber ja. Ja, das ist durchaus richtig. Ja, was hast du denn noch zu dem Match? Ja, das meiste habe ich schon ergänzt. Ich fand das halt... Das war halt für mich das Match, das besser für mich war. Weil alle das Maximale gearbeitet hat, auch Naomi. Und jeder hat alles gegeben. Ich glaube, das beste Diamonds Money in the Bank Letter Match war, ich habe keine Ahnung, das müssten wir alle nochmal anschauen. Es war auf alle Fälle keine Natalia dabei. Richtige Sieger und unterhaltsam und ja. Das, ich weiß auch nicht, wann, wie Tiffy eincasht. Es wurde schon angeteased, wenn jetzt Nia Jax beim SummerSlam gegen Bayley kämpft, durch Queen of the Ring, hat sie als Titelmatch sicher, ob sie da eincashen, also ob sie bei Nia Jax eincashen würde, die sie ja mittlerweile Best Friends sind. Aber ja, hat sie auch nicht so genau darauf geantwortet. Also es bleibt auf alle Fälle offen und ja, sie ist einfach ein Star. Der Moonsault nach draußen oder Sonntag nach draußen. Sie hat einfach alles und das ist eine Frechheit, dass sie so gut ist nach so kurzer Zeit. Das geht nicht. Das ist einfach irgendwie irgendwas ist da in der Matrix faul. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen beim SummerSlam, dass eine Nia Jax gewinnt gegen Bayley Oder auch nicht. Also das ist für mich so ja, viel bleibt nimmer. Nee, aber ich meine, das ist für mich ein relativ offenes Ding. Und egal, was passiert, du kannst halt beides machen, um dann halt mit Tiffy weiterzumachen. Aber klar, wenn sie direkt von Bayley gewinnt, wäre wahrscheinlich als Ziel sozusagen die stärkere die stärkere Wirkung und dass sie weniger gemocht wird, als wenn sie gegen Naya eincashen würde. Ja, ich bin halt immer Fan davon, wenn man den Koffer lange trägt. Das war letztes Jahr echt gut gemacht. Gut, Io hat beim SummerSlam eingecasht letztes Jahr. Und ja, Damian wissen wir alle noch, wann er eingecasht hat. Ich mag halt immer, wenn es aber am gleichen Tag eingecasht wird, das finde ich immer ein Quatsch. Das haben wir schon so oft gesehen. Ich mag ja nicht, wenn erfolglos eingecasht wird. Haben wir jetzt auch wieder gesehen. Wobei das, ja, wie gesagt, halt immer schade war, dass man halt den Koffer für eine Storyline aufgibt, das es gefühlt nicht mehr braucht. Darum hoffe ich, dass Tiffy hier erfolgreich eincasht und dass es ein großer Moment für sie wird. Das ist richtig. Ja, wollen wir zum Main Event? Main Evento. Main Event. Bloodline gegen Team Cody. Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens auf der Face-Seite und Bloodline vertreten durch Solo Sikoa, Tama Tonga und Jacob Fatu. Wer hat gesagt, Jacob Fatu ist nicht bei Solo Sikoa Bloodline dabei? Ich war mir sicher, dass er zu Roman geht, weil da ja noch ein Tonga-Bruder demnächst aufschlägt. Bei dem ich sogar kurz, wo ich auch so überlegt habe, vielleicht taucht der auch schon bei Money in the Bank auf, aber wahrscheinlich dann eher beim SummerSlam. Der große Bruder. Wie war das mit dem Namen, den sie sich gesichert haben? Tala Tonga? Auch, das ist so ein Winzname eigentlich. Ne? Großer Tonga, so ungefähr. Wobei halt sein Mittelname fast genauso ist, nur ganz leicht anders geschrieben, von daher ist das halt so ein Halbding. Der Ausgang dieses Matches war jetzt auch nicht überraschend, auch dass Cody am Ende gepinnt wird. Das war für mich das Überraschendste. Also, das war New Japan Booking 101. Im Multiman-Tag-Match verliert der Champion. Und der ihn pinnt, kriegt dann bei dem nächsten großen Show ein Titelmatch. Das ist, das bin ich so von New Japan gewohnt, dass ich damit schon gerechnet habe. Ja gut, das hätte er aber auch bekommen, wenn er ihn 20 Mal attackiert hätte. Ja, klar. Die nächsten 2 Wochen. Aber wie gesagt, jetzt hat er halt... das wirklich machen, ich finde es echt gut, dass sie sich trauen, auch wenn der Sprung sehr rasant geht von ich verliere jedes Match für ein Jahr, und jetzt bin ich dann der große Babo. Aber ja, ich finde, sie trauen sich was. Sie müssen einfach mal auch Jüngere aufbauen. Das, was sie halt die letzten Jahrzehnte falsch gemacht haben, wird halt jetzt konsequent gemacht. Und ja, ich bin dafür. Ich gucke gerade, wie alt die eigentlich sind. Solo ist 31, Jacob ist 32. Ja, es wirkt aber ein bisschen... Wenn man jetzt Solo Sikoa und Jacob Fatu nebeneinander sieht, da wirkt Solo Sikoa einfach, ja, wie soll ich jetzt sagen, schmächtiger, uninteressanter. Also so wie Jacob Fatu eingeführt wurde, meine Fresse, war das gut. Mhm. Dass er einfach alle zerstört. Ja. Hat auch wahnsinnig in Form. Er war ja eher so ein bisschen wie auch ein Umaga. Mhm. Ich sag mal, es klingt jetzt fies, wenn ich jetzt sage, ein kleineres Dickerchen, der aber halt genau dasselbe mal gemacht hat. Aber jetzt ist der halt auch noch in Form. Das ist halt absurd. Und ja, da bin ich echt sehr gespannt, wo das am Ende hinführt alles. Vor allem auch, wann Roman zurückkommt. Und was man denn halt macht. Also wenn wir denn irgendwann dabei sind, dass wir halt die neue Bloodline gegen Roman and Friends haben, dann bin ich halt echt gespannt, wer denn auf der Seite von Roman stehen wird. Hast du es bei Raw diese Woche gesehen, was Jey Uso gesagt hat? Ich hab's jetzt gerade nicht mehr vor den Augen. Irgendwie mit Chad Gable oder sowas, was ja, ich war auch in einer Gruppe mit einem mit einem arroganten und desillusionierten Leader und so weiter. Ja, man tischt schon ein bisschen an und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Da könnte Heyman so ein bisschen auch der Kleber sein, der das wieder zusammenbringt. Und geil, diesen Heyman, die Powerbomb, die er genommen hat, das war schon ordentlich. Ich habe gelesen, ich glaube, der hat 1 bis 2 Tage davor nicht geschlafen, damit er richtig schon fertig ausschaut. Unversiert, also Paul Heyman ist einfach so sein Gott. Und wie er es verkauft hat, großartig. Ja, auch, ich weiß gar nicht, ob das in der Woche davor war, wo es das Segment gab, Backstage, wo das muss in der Ausgabe, wo auch Punk da war in Chicago. Wobei er erstmal das In-Ring-Segment mit Punk hatte, wo er ihn ja auch sozusagen darum bittet, dass er ihn doch mitnimmt, wenn er geht. Und dann, wie gesagt, war glaube ich in derselben Ausgabe, dass es dann später auch ein Segment gibt, wo Solo sagt, dass Roman halt nicht zurückkommen wird. Ja. Und ich meine, ich habe dann auch so überlegt, ja, hat man überhaupt genug Leute, ohne da jetzt Random Face Nummer 5 noch irgendwie mit reinzupacken, damit man die Seite von Roman auffüllen kann. Dann ist mir eingefallen, ach warte mal, wir haben ja auch noch einen Sammy Zayn, der ja auch lange Zeit Teil der Bloodline war und sich ja auch mit Jay ja auch gut kann und so. Wenn sie sich jetzt die auch noch mit Jimmy wieder vertragen, naja gut, dann hätte man auch schon easy wieder 4 Leute zusammen. Mhm. Und ja, mal gucken. So ein finaler Post ist auch noch irgendwo in der Nähe. Ja. Wobei den sehe ich ja auch immer noch eher auf der anderen Seite. Ja, der kann auch in den Match turnen. Das ist ja... Ja, mal gucken. Aber fürs Grundmatch kann man den schon mal brauchen. Ja. Man soll auch der Jugend eine Chance geben. Ja, das ist richtig. Aber das ist auch nochmal so ein Ding so, wenn man sich das jetzt mal überlegt, nach dem, was wir jetzt wissen durch Money in the Bank, nächstes Jahr WrestleMania in Las Vegas. Das letzte WrestleMania-Match von John Cena, ein potenzielles The Rock-Match gegen Reigns oder gegen Cody. Eigentlich brauchen wir schon nichts mehr. Gut, ich glaube, ich weiß gar nicht, sind die Sachen schon im Verkauf? Nee, das glaube ich im Sommer erst. Später Sommer. Aber wahrscheinlich so, selbst wenn das nur feststehen würde und sonst nichts, ich glaube, das würde schon reichen, um die Hütte voll zu machen. Ja, es sind nur 2 Tage. Tja. Ja, das macht ja nichts. Aber sie sind schon wieder gut dabei, dass sie das wird sehr spannend. Also ich bin hatten wir ja vorhin drüber geredet, wer alles sozusagen auf der Bucketlist bei John Cena landet. Auch Fun Fact, der mir auch wieder durch Twitter irgendwie seit dem legendären Match bei WrestleMania Hogan Rock hat Hogan mehr Matches bestritten als The Rock. Ja. Das war ich auch sehr überrascht. Aber ja. Dafür hat Rock mehr Filme gedreht. Ja, gut. Der Markt gefühlt in einem Monat mehr Filme, als Hogan in seiner Karriere gemacht hat. Aber kommen wir nochmal zum Main Event, wie gesagt, Six-Man-Tag-Match. Ja, war halt ein Six-Man-Tag-Match. Es war zweigeteilt irgendwie, vor dem Ref-Bump und nach dem Ref-Bump. Vor dem Ref-Bump war es halt klassisch das Tag-Team-Wrestling. wir isolieren einen, wir wechseln schnell, wir machen den fertig, Hot Tag und das Ganze nochmal von vorn. Und dann nach dem Ref-Bump kam eigentlich das, was wir eigentlich erwartet haben. Auf die Fresse, Spot, Spot, Spot und wir töten uns einfach gegenseitig. Ja, das ist, je nachdem, was einem besser gefällt. Ob halt das klassische Tag Team Wrestling besser gefällt oder einfach das overbookte, wir machen alles und ja. Also ich kann dir sagen, was den Leuten auf Cage Match besser gefällt, glaube ich. Aber gut, ja. Wenn ich da anfangen würde, würde ich wahrscheinlich noch eine halbe Stunde später so ein bisschen ranten. Deshalb lassen wir das Thema einfach außen vor. Aber es ist das Internet und da muss ja stimmen, was da steht. Ja. Im Internet stehen da keine Lügen. Ja, das ist mit Sicherheit. Wenn man dann so Leute hat, die nur zwei Sachen bewertet haben, Clash in the Castle und Money in the Bank, und der einen schon eine 1 gegeben haben und der anderen schon 2 Punkte, dann ist das mit Sicherheit ganz objektiv und gar nicht irgendwie der dritte Count von irgendeinem Sicko. Ja, gut, aber das ist auch nochmal so ein anderes Thema, wo ich, glaube ich, bei Give Me 5 nochmal da ich auch letzten Monat vielleicht Schadenfreude empfunden habe, aber gut, mir fällt gerade auf, ich habe am Anfang gar nicht die Daten nochmal so runtergerattert, die ich immer mache. Toronto, Ontario, wissen wir, die Scotiabank Arena, offiziell 18.555. Also das ist eine ganze Menge. Und ja, Corey Graves, Michael Cole, Standard bei den großen Shows. Ich glaube, was man auch sagen kann, wir hatten ja schon Shows in Toronto, wo manchmal die Stimmung nicht so war. Ja. Ich kann mich da an ein legendäres Wochenende erinnern, wo, glaube ich, auch NXT mit war und bei beiden man so gedacht hat, so, haben die denen was in den Tee getan? Das war damals SummerSlam-Wochenende. Ja. Das kann man diesmal aber nicht behaupten. Also die waren gut drauf. Ja, wie gesagt, am Ende gibt es den Daumen gegen Cody und den Pin. Und Daumen hoch für Cody. Ja, erst ging er hoch, dann ging er gegen den Hals. Und dann war Ende. Da muss man natürlich auch sagen, Cody Rhodes ist schwächer als John Cena, ne? John Cena hat 11 gebraucht. Also ich hab den nicht nochmal nachgezählt, aber es war eine ganze Menge. Nee, ich hab's damals echt gezählt, wie wir das waren. Und das so was Dummes merke ich mir. Ja. Weiß ich ja, nächstes Jahr immer König der Nerds in die nächste Ausgabe geht. Fragen wir, wie viele Daumen hat John Cena gekriegt? Ja. Ja, wie gesagt, sagen wir es mal so, das Match, es macht Sinn, dass das im Main Event ist. Andererseits ist es halt auch nur ein Six-Man-Tag-Team-Match. Ne? Kann man mögen, muss man nicht. Und schon wieder macht hier meine Schmeckser-Bing. Das ist das Money in the Bank. Das Money. Ja, ich merke das. Ich habe zu lange bei Amazon nichts gekauft. Ja. Sei froh, dass du bei AEW nicht dabei warst, weil wenn du 20 Mal Mercedes Monet sagen würdest, dann wird es auch dauernd. Ja, über die würde ich ja nicht reden, weil ich die ja ignoriere. Gott sei Dank kann ich das auch sehr gut. Ich bin immer noch froh, dass die nicht zurückgekommen ist. Ich warte ja immer noch, dass mal irgendeiner von den... Ja, komm, warum nicht? Ich hole die Kanone raus und ich lass uns mal hier kurz shooten. Ich warte ja immer noch darauf, dass einer der Fanboys mal zugibt, dass sie überbezahlt ist für das, was sie leistet. Aber wahrscheinlich passiert es eher, dass in gewissen Kreisen Tony Khan die Heiligkeit abgesprochen wird. Ja, egal. Darum soll es ja nicht gehen. Wir haben ja Spaß mit dem, was wir gucken. Und das ist ja das Wichtige. Ja. Wie viel Spaß hattest du bei dem Event? Wollen wir die Wertung machen? Dann mache ich nämlich. Das war meine vergeilste Überleitung. Ja, da drücke ich hier nämlich, weil ich muss ja, ne, weißt du, ja, Timestamp kurz auf die. Übrigens, Frank Elstner, Erfinder von Wetten, dass, falls du nicht weißt. Und Jeopardy. Der hat es in Deutschland gemacht, aber Erfinder in den USA. Stimmt, das war ich weiß gar nicht, war es Bob Barker? Nee, der war Preis ist heiß. Ja. Also langjähriger Moderator, ich habe gerade überlegt. Du machst ein Fazit und ich schaue, wer Jeopardy erfunden hat. Ja. So machen wir das jetzt. Ja, Frank Elstner hat halt so viel erfunden, da können wir ihm auch Jeopardy mit zuschieben. Das merkt eh keiner. Ich gebe Money in the Bank 7,5 Punkte. Ja. Sonst irgendwelche was dazu? Mir haben halt eigentlich alle Matches gefallen. Mir hat halt, ne, das ist jetzt so, warum es nicht mehr ist, ist halt, dass der Main Event, da ging es halt um nichts. Um es jetzt mal so zu sagen. Es war jetzt auch kein Match, jetzt so, wo man sagt, so ein großes Grudge-Match. Es war halt in Anführungsstrichen nur ein Multi-Man-Tag-Match. Da hatten wir halt auch Bloodline gegen Faces, auch schon andere, die, ich sag mal, größer wirkten. Und vielleicht auch größer waren, weil es mehr Bedeutung, wie damals bei letztes Jahr vor WrestleMania, glaube ich, hatten wir mal eins. Wie gesagt, da gab es halt schon andere, die größer gewirkt haben. Deshalb bin ich da so ein bisschen... Ich muss aber auch sagen, das ist halt das Schwierige daran, wie die Card aufgebaut war, was du sonst im Main Event stellst. Ja, Rollins, Priest könntest du theoretisch, aber mit McIntyre und CM Punk dann am Ende mit so einem Finish, ist das der ideale Main Event? Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Normalerweise in einem anderen Jahr, wo McIntyre nicht gewinnt, wäre halt das Männer Money in the Bank Match ideal als Main Event. Kannst du halt hier auch nicht machen. Damen könntest du, macht die WWE aber auch nicht so gerne, den Damen Money in the Bank in Main Event, weil lass da halt mal was schief gehen. Dann hast du da auch wieder so einen Mehr-Eindruck am Ende. Deshalb macht das halt schon irgendwo Sinn, auch damit, es ist halt Cody, es ist halt der große World Champion, das große Face, dazu Owens und Orton auf der einen Seite und halt Bloodline auf der anderen Seite. Das ist halt eine der ganz großen Storys. Aber wie gesagt, da ist halt so dieses, so dass der kleine Funken, der da fehlt. Dass es halt auch gar keinen Titelwechsel gab, nicht mal bei dem, wo ich mir hundertprozentig sicher war, dass er passiert. Ist dann halt auch noch so eine Kleinigkeit, die sonst vielleicht auch nochmal irgendwo so einen halben Bonuspunkt oder sowas gibt. Ja. Kann man sich echt gut, ich glaube... ich habe es ja nicht live geguckt, ich glaube, es waren 3 Stunden 16. Wenn man die Aufzeichnung guckt, hat man ja eh nach jedem Match die Peacock-Pause, wo du erstmal 5 Minuten vorspülen kannst. Was ich übrigens eh sagen muss, heute hat mich das Network genervt. Erstmal hat hat's mal wieder den Tick gehabt, den falschen Audiokanal zu starten. Jetzt hatte ich diesmal die deutschen Kommentatoren. Das habe ich immer. Bei mir ist es manchmal nicht. Das ist ganz seltsam. Also zumindest bei der App, die ich benutze. Was aber diesmal passiert ist, zweimal hat es die Verbindung verloren und hat dann, und ich konnte nicht fortsetzen, sondern ich musste von vorne anfangen. Und das Spulen dauert bei der aktuellen Version, wenn man es halt über eine App guckt, Ewigkeiten. Ja. Weil du halt nur in 10-Sekunden-Schritten nach vorne geht und auch nur mit einer einfache Geschwindigkeit. Also immer so 10, 10, 10, 10. Ja. Und da bleibt halt der Finger sehr lange auf dem Button. Und wenn beim Handy ist halt praktisch, weil da kannst du es erziehen. Ja. Aber ja, über die Webseite, also wenn du am PC guckst, hast ja auch Timeline unten, wo du ziehen kannst. Aber wie gesagt, auf der App, bei mir war es jetzt die Xbox-App, Es ist einmal nach dem Money in the Bank Match abgeschmiert. Da braucht sich dann nur eine halbe Stunde und einmal dann halt bei ungefähr bei einer Stunde, was echt schon schmerzhaft war. Gott sei Dank, danach ist es durchgelaufen, aber wie gesagt, das war so zweimal so, dass ich so, oh, das erste Mal ist dann noch so, naja gut, und beim zweiten Mal denkst du so, ach nee, nicht, dass das jedes Mal nach einer halben Stunde oder sowas passiert. Das ist ein bisschen unschön, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es halt eine Show, die du echt gut durchgucken kannst, auch so von der Zeit her. Da macht man jetzt nicht viel falsch und ne, wenn man das Network hat, naja, dann ist es gibt's da gar nichts drüber zu diskutieren. Morgen dann noch Heatwave. Da ich nur für Heatwave, ne, da geht's ja heiß her. Habe ich nur große Packen Chicken Nuggets hier. Die kommen morgen in Airfryer und dann gibt's Heatwave mit aufgeheizten Chicken Nuggets. Super. Ja. Gut. Irgendwas würdest du recherchieren, ich weiß nicht mehr was. Ja, Jeopardy. Jeopardy. Also, ich habe etwas gelernt. Jeopardy ist Englisch für Gefahr. Wusste ich nicht. So bin ich. Ja, jetzt ist mir auch klar. Ja, ne? Irgendwas ist in Jeopardy. Denke mal, okay, ja. Macht Sinn. Es wurde von Merv Griffin erfunden, der unter anderem auch das Glücksrad erfunden hat. Ah, okay. Gibt es seit 1964 in den USA und den bekanntesten Moderator, den kennen wir auch in Wrestling-Kreisen. Wer ist das, Jan? Ist es der aktuell, oder fast bis zuletzt warst du Drew Carey? Nee, das ist was anderes. Alex Trebek. Der, glaube ich, war bei der Survivor Series da. Stimmt. 93. Ja, stimmt. Das ist der legendäre Moderator, bei dem der irgendwann an Krebs verstorben ist. Genau. Ich überlege gerade, weil Drew Carey hat auch einer von diesen legendären Spielschuss, dann macht der mittlerweile, dann hat der Price is Heiß in den USA, glaube ich, mal eine Weile gemacht. Falls er es nicht immer noch macht. Und Familienduell macht ja Steve Harvey. Auch legendär mittlerweile bei den Amis. Da gibt es auch so Compilations auf YouTube, dumme Antworten. Und manchmal sein Gesichtsausdruck, weil der dann auch so denkt so, hä? Das ist ich weiß nicht, ob es bei dem war oder ob das bei irgendwas anderem so ein Tier mit Streifen und dann kommt Giraffe oder sowas. Ja. Also Drew Carey macht Price is Heiß. Und in Deutschland, um das Ganze abzurunden, gab es von 1994, da hat es erst Frank Elstner 4 Jahre moderiert. Nur 4? Ja, es war täglich. Ja, täglich auf RTL. Ich glaube um 17 Uhr. Ja, mein RTL. Ja. Und bis 2000 war es bei, vor 98 bis 2000 war es bei TM3. Und interessant, wusste ich nicht, bei RTL Plus 16 bis 17 hat Joachim Lambi moderiert. Das ist komplett neu. Und seit 2023 Ruth Moschner. Ja, und in den USA moderiert es jetzt mittlerweile Ken Jennings. Der ist Rekord-Champion. Der hat ja das Ganze 74 Mal in Folge gewonnen. Okay. Ja, also, der war ordentlich dabei. Und der moderiert es jetzt. Hey, gut für ihn. Ja. So, jetzt haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt seid ihr auf alle Fälle klüger. Zwar nicht wrestlingmäßig, ja. Aber zumindest das einmal. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nie eine Folge Jeopardy gesehen habe, nachdem das nicht mehr bei RTL normal lief. Nee. Das gehört ja vorher zum Programm. Da kam erst Jeopardy und dann kam eine schüttelnette Familie. Und irgendwann dann Unter uns. Ja, das kam uns vorher, glaube ich, oder? Nee, Unter uns war immer 17:30 Uhr. Und Jeopardy war 17 Uhr. Da war eine schreckliche Familie davor. Irgendwie so. Ja. Oder 16 Uhr haben Hans Meiser. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, 16 Uhr war Hans Meiser. 11 Uhr war immer Preis ist heiß. Dann kam, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ruckzuck oder so, irgendwas anderes war. Und nee, Familienduell war immer 11.30 Uhr. 11.30 Uhr. Weil ja um 12 Uhr war ja dann Punkt 12, ja. Ja, damals. Katja Burkhardt. Ja. Ja, aber so sind wir groß geworden. Das ist richtig. Arabella lief auf Pro7 immer um 14 Uhr. Mhm. Ja, aber das habe ich alles nicht geguckt, das Nachmittagsprogramm, weil ich natürlich RTL 2 Nachmittagsprogramm geguckt habe mit Mila und Vini und Ziesel. Und wie das alles hieß. Ja. Ja. Mila kann lachen, wenn ich sage mal Fujiyama. Ja, das ist richtig. Ja. Ich konnte auch lachen nach dem Event, der hat ordentlich Spaß gemacht. Es war jetzt nicht der High-End Pay-Per-View. Man kann immer drüber streiten, wir haben es ja erwähnt, dass mit den Cash, dass man ihn so verschenkt und so weiter. Das wird wahrscheinlich der große Kritikpunkt an der Show sein, auch im Long Run, auf Dauer. Aber ich hatte Spaß, ich fand die Länge in Ordnung, ich fand die Leistung der Wrestler in Ordnung. Es fühlte sich sehr, sehr kurzweilig an für mich. Darum gebe ich also meine bekannten 8 Punkte. Weil es einfach alles rund war und ja, es geht immer besser. Und ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren, da hätten wir für diesen Event 9,5 Punkte gegeben. Und mittlerweile sind wir so verwöhnt da. Ja. Da werden wir auch ein bisschen nörgliger und kritischer. Ja. Wie gesagt, zu Cage Match lasse ich mich jetzt nicht aus, weil sonst wird es länger. Aber da habe ich auch so, ich überfliege dann gerne mal so 1 oder 2 von den Negativen und gucke dann mal aufs Profil und dann stellt man halt sehr oft fest so, da hast du jemand, der in allen seinen Bewertungen so 80% AEW und Japan-Zeugs, das hat alles so 7 oder 8 Punkte und alles, was WWE hat, 5 Punkte und weniger. Na, da wird doch wohl mit Sicherheit kein Vorurteil, wie man es im Deutschen sagt, im Englischen wäre es Bias, irgendwie vorlegen. Das ist mit Sicherheit alles ganz legit und so. Und wie gesagt, von den anderen, die neues Profil, nur 2 Wertungen. Das, naja, egal. Es ist das ein gutes Recht, dass er das bewertet, was ihm gefällt. Und wenn ihm was nicht gefällt, dann ist es wahrscheinlich intelligenter, dass man es nicht bewertet. Aber ja, das ist doch jedem das Gleiche und das ist richtig. Ich habe persönlich, also ich gebe auf generell auf Wertungen von anderen nichts, den ich nicht selber persönlich kenne. Wenn jetzt zum Beispiel du sagst, hey, schau dir ein Event an, schau dir das Match an, dann denke ich erstmal, da war doch mal ein Match, das wir bei Schlebarts geschaut haben, wo sich Leute nackt aufeinander legen. Dann überlege ich mir das ab und zu, aber am meisten, wenn du das sagst, dann schaue ich es mir auch an. Oder wenn Matze oder Sven das sagt, ist was anderes. Aber wenn irgendwie, um einen Namen, irgendeinen beliebigen Namen zu nennen, Jürgen Guerrero, das wahrscheinlich definitiv ein Klarname ist, wenn der schreibt, das Match war scheiße, schau nicht an, schau lieber das Match an, dann würde ich sagen, ja, okay, dann schau du das Match an, hab Spaß dabei. Ich bilde mir meine eigene Meinung. Ja. Weil ich auch gerade sehe, weil ich es vorhin angesprochen habe, DDT mit Peter Pan findet dieses Jahr am 21. Juli statt. Das wird, glaube ich, auch wieder spannend. Also ich kann sagen, letztes Jahr zum Beispiel gab es 12 Matches. Also Standard AEW Länge, aber wie gesagt, die gehen auch immer so 5, 6, 7 Stunden. Gerade heute hat sich mein Abo von Wrestle Universe verlängert. Das heißt, für Peter Pan läuft das ja noch. Da weiß ich ja schon mal, was ich denn diesen Monat noch so gucke. Nachdem sie mir ja schon am 13. Noah und Marigold vorenthalten, weil es jeweils als Pay-Per-View läuft bei denen. Einmal für 4.400 Yen und einmal für 3.300 Yen. Gut, man kann halt auch einfach ein Jahr Wrestle Universe für den Preis und sich dann die Shows halt einfach woanders angucken. Würden wir natürlich nie machen, ne? Nee. Wink, wink. Es weiß ja keiner, wie Google funktioniert. Ja, das ist richtig. Jetzt hab ich geredet, weil ich nebenbei mal gucken wollte, ob schon irgendwas feststeht. Weil da immer sehr, ich sag mal, interessante Paarungen mit bei sind. Da ist immer irgendwas Beklopptes, was stattfindet. Siehst du. Man sollte mal auf die richtige Seite gucken. Ja, ich sehe gerade den Namen. Was Stefan meinte mit den nackten Leuten. Letztes Jahr, WrestleMania-Wochenende, GCW, die DDT-Show aus dem Ukraine Center. Ich weiß gar nicht, ob das die DDT allein oder ob das DDT gegen GCW war. Ich glaube, DDT alleine. Pheromones. Wer es weiß, der weiß es. Und dann Chocodino hat dieses Jahr auch ein Match gegen Sanjiro Takagi. Auch wieder super Match. Sanjiro Takagi Indefinite West Road Final Weapon Rumble. Also Sanjiro Takagi ist der Chef hinter DDT. Anscheinend will er seine Karriere beenden. Er ist jetzt auf der Road. Wie lange die geht, wird man sehen. Ja. Ansonsten, ich gucke gerade, letztes Jahr war, glaube ich, auch zum Beispiel der Indie-Gott mit bei. Aber diesmal sehe ich gar nicht so viele von den Namen so von außerhalb. So die großen Überraschungsnamen. Naja, egal. Stehen auch wieder schon einige Matches fest. Wenn ich hier gerade richtig sehe, sind schon 10er, sind offiziell angekündigt. Ja, wird bestimmt auch lustig. Gut. Wenn das hier rauskommt, wie gesagt, Freitag, AEW, wahrscheinlich nächste Woche den NXT Heatwave. Wenn hier nicht die Hitzewelle zugeschlagen hat und uns alle geschmolzen hat. Give Me Five wird auch dann demnächst kommen. Müssen wir, wie gesagt, im Moment ist halt der Terminkalender einfach ein bisschen voll. Über Marigold wollte ich ja schon eine Weile mal reden. Jetzt vielleicht, wenn dann die große Show mit Io und hoffentlich Julia, weil das wird, glaube ich, morgen, also die hat jetzt irgendwie Untersuchung und ich glaube, morgen so ein offizielles Ergebnis, ob sie wieder einsatzbereit ist nach ihrem Handbruch. Gucken wir mal, ob wir es endlich mal hinkriegen. Ich glaube vor allem Jens, der das auch gucken würde. Alex doch bestimmt auch. Ja gut, die große Show vielleicht. Wenn Julia da ist, dann ist doch der Alex auch dabei. Ja. Wie gesagt, gucken wir mal, dass wir das vielleicht auch mal hinkriegen, damit wir hier mal wenigstens mal ein bisschen Japan-Content haben und es nicht nur bei Give Me Five ausgebreitet wird. Gut. Dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf, damit wir unter den 2 Stunden bleiben. Ich wollte gerade jetzt noch einen Witz bringen. Jetzt habe ich den Witz gerade vergessen, den ich bringen wollte. Das ist immer sehr praktisch. Stefan, wie wär's, wenn du dich erst schon mal verabschiedest? Vielleicht fällt mir der Witz noch ein. Ja, heute nur eine Zweierrunde. Und es hat aber auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Werbung haben wir eigentlich gemacht. Die neueste Aufgabe von Abgestaubt ist raus, da reden wir über den Gameboy. Und demnächst kommt auch unsere Top 3 Gameboy-Spiele, die wir hatten. Diesmal in der Ausgeküsst-Version, nur mit Sven und mir. Und bald schon kommt unsere Folge 69. Und was da bei 69 da kommen könnte, lasst euch überraschen. Ja. Wir machen jetzt diese Woche, so wie es aussieht, noch Heatwave. Und dann haben wir, glaube ich, auch wieder knappe 4 Wochen Pause. 3. Ja, 3 Wochen. Bis wir beim SummerSlam wieder sind. Ja, der ist, ich glaube, sogar Ende Juli. 3. August. Ah, so, 3. August. Ja, also 4 Wochen. Ja, passt. Ja. Und wenn der SummerSlam ist, dann ist er schon fast wieder Bash in Berlin. Ja. Also ja, es wird nicht weniger. Und WWE macht weiterhin Spaß. Auch die Weekly zu sehen macht Spaß. Ich glaube, AEW wird auch wieder besser, was man so hört. Sie haben jetzt mittlerweile ein paar Storylines, die interessant sind. Und ja, schaut weiterhin das, was euch Spaß macht. Lasst das, was euch nicht Spaß macht. Behaltet das für euch. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Tageszeit, je nachdem. Und eine schöne restliche EM. EM, also nicht WM, EM. Falls die überhaupt noch ausgespielt wird. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wanker, Wanker. Ja. Ich habe jetzt mal auf meine Witzeliste geguckt. Ich fürchte, ich habe die alle schon gebracht. Aber hey, was soll's. Es ist Money in the Bank. Jetzt können wir auch zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gerade ist es auch schon nach 10. Das heißt, jetzt können wir PG 16 und drüber werden. Wie wenn das jemand schon gestört hätte. Ja. Was sagt der Messdiener zum Priester? Nichts, denn ihm wurde beigebracht, nicht mit vollem Mund zu reden. Mhm. Gut. Und damit verabschiede ich mich auch ab, beziehungsweise einen kleinen, unbedingt anhören, die Gameboy-Folge, wo wir gerade bei Jungs, die bespielt werden sind. Oh Gott. Für den Gag komme ich wirklich in die Hölle. Auf jeden Fall anhören. Die war sehr schön. Ich hätte es gab immer so Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt könnte ich hier auch eine Anekdote anbringen. Hier auch und hier auch. Seid froh, dass die mich nie gefragt haben, mal mit bei sowas mit bei zu sein, weil ich kann euch verraten, die Gameboy-Folge wäre wahrscheinlich 3-mal so lang geworden. Wenn die beiden nicht allein gewesen wären. Ja. Ich war übrigens einer von denen, der so einen halbdurchsichtigen Gameboy hatte. Ja. Beziehungsweise das bei mir war es, also es war nicht der normale Gameboy, sondern der Gameboy Color. Den hatte ich dann in diesem Transparent, und zwar in so einem lila Transparent. Ja. Ach, du warst es. Ja, ich war der. Und ja, ich hatte auch einen Gameboy Pocket, weil mein Original Gameboy mal kaputt gegangen ist. Und das geht gar nicht. Ja, Gameboy doch. Ist unzerstörbar, wie Nokia. Ja, leider ist der mir runtergefallen und hatte sich dann leider wollte dann leider doch nicht mehr. Es war ein sehr, sehr unglücklicher Tag. Und ich war sehr glücklich ein paar Tage später, dass ich einen Gameboy Pocket bekommen habe. Dann, naja, egal. Mehr Anekdoten über Spielejungs und wie die Jungs bespielt werden, könnt ihr bei Abgestaubt euch anhören. Ne? Alte Männer reden über alte Sachen. So muss das sein. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, dank unserer lieblichen Stimmen, dann hoffe ich, dass das bald passiert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wann immer, wo immer. Tschüss.